willkommen zu unserem neuen Video. Wir sitzen gerade in der Gondelbahn von Westendorf in der Alpenrose. Tadellos. Und jetzt so gibt es eine Trailrunde in den Kitzbüheler Alpen. Da werden wir einiges mitnehmen. Genau, mit den letzten Tagen der Snowcard, weil die gilt heuer bis Ende Juli. Wir haben es verlängert wegen der Corona-Geschichte. Und wir waren echt fleißig am Weg. Es war eine coole Sache, die sie im Sommer noch nutzen. Ja, und jetzt haben wir das Brix da in der Reise. Tadellos. Schauen wir, was auf uns zu. Ich häng ab, Bike hängt ab. So, da sehen wir jetzt Brechhorn, großer Rettenstein, kleiner Rettenstein, Rossgruber und natürlich den Kreuz-Jechelsee. Recherchier. Pengelstein. Martin. Ah, durstig bin ich. Kühe. Proteineis. Aber es sieht echt geil aus, wenn sich das alles so spiegelt im See. Jetzt sind wir schon ein bisschen was gefahren und gerade geht es wieder rauf mit dem Gorsbergli. Also echt ein Tipp an euch, Brixental ist echt cool. Also der Gorsberg hat zwei Trails, links und rechts, Fleckholm Trail. Und dann bis sagt die Hanneuche, da ist jetzt dann der, in Oberndorf diese neubaute Strecke mit Kurt, was er gemacht hat, mit Exenberger. Und wie heißt der? Am Hahnenkamm ist auch einer. Hahnenkamm ist noch einer.
Ja. Und in Brixen vor der Sandtrail. Genau, Sandtrail. Also wirklich coole Gegend da. Wir haben euch auch die Tracks für die offiziellen Trails einmal als Link dazu. Wir sind noch näher am Tierres drin und auf der Tirol-Seite. Finde ich echt cool. Und in Brixen gibt es jetzt sogar einen Pumptrack an der Talstation von der Bahn. Richtig coole Sache. Also zwei Tage kann man da schon vollwertig verbringen darin. Das ist wirklich ein cooles Angebot, ja. In den nächsten Trail, und zwar diesmal in den Geisberg Trail. Da waren irgendwie schon mal Meisterschaften, oder? Ja, da war irgendwas. Dunhill Meisterschaft, Jugend, glaube ich, österreichweit oder so. Echt ein cooler Trail. Vor allem, wenn es relativ trocken ist, super cool zum Fahren. Und sollte uns aber einstimmen auf den nächsten Trail danach, auf den Fleckheim Trail. Deswegen nehmen wir jetzt den gleich mit. Und da haben wir ein bisschen was vom Kaiser. Ja. Kirchberg und den Badesee. Und hinten natürlich in der Mitte thront das Horn. Genau. Probieren wir es, oder? Ja.
auch schon bei der neuen Fleckgondel. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich sie noch gar nicht gefahren bin. Die Prunkbaut ist schon mal riesig hier unten. Ich bin sehr gespannt. So schaut es jetzt aus in der Forschegondel von Kitzbühel. War eigentlich Kirchberg so gesehen, oder? Kirchberg. Passend das Rot von der Mazzocchi Bomber zu den Sitz. Legen wir viel Wert bei uns. Stimmt. Passen da die Dickels. Deine Hose passt eher zu meinem Fach. Mit der Hose haben sie schon einen Schlag. Meine passt nicht so zu meinem Fach. Aber der Hautausschlag von deiner Antibiotika. Ich habe Pollenallergie. Nicht lustig. Paris ist warm gerade. Ja, es gibt nur noch ein einziges Fenster. Ja. Das ist das. Und das ist schräg. Ja, also dass keine Luft reinkommt. Da hat man nicht so viele Wiederholungsfahrten. Was eine tolle Zeit. Hey, lacht uns gerne aus, aber man kann da drüben nicht sitzen. Wir kleben hier auf der Seite, damit wir ein bisschen im Schatten sind. Es ist viel zu heiß. Wir haben schon alle Zustände und wir haben uns schon gefragt, wie das gehen soll, wenn man ein bisschen älter ist und jetzt hier hochfährt, um dieses Bergpanorama zu genießen. Ich denke mir halt so, war sicher kontraproduktiver, weil die Sitzheizung am Anfang was mitgelaufen ist. Weil die hatten in der Gondel schon mal drauf gesessen, ist schon aufgekratzt, das war unangenehm. Aber jetzt ist es einfach Afrika da hinten. Aber für 18 Euro Einzellauf oder 15 Euro, was die kostet, was der mega Sauna besucht. Ja, 18 kostet sie auf jeden Fall. Die hat schon mit der alten Gondel 18 gekostet. Ja. Hast du einen super Sauna Besuch. Hier machen wir das Panorama weiter. Ja. Gorsberg, Salve, dann Skigebiet Brixen und der raue Kopf. Ich bin schon zu weit weg, rauer Kopf. Und hinten der Kaiser. Ja, den hatten wir vorher eigentlich schon. Hinten der Kaiser. Ah, der Trail ist echt cool. Also, wenn du da seid in Brixen, da der Fleckheim Trail ist wirklich eine Wucht. Und unten ist so ein kleiner Übungsparcours. Wahnsinnig cool. Da kann man droppen, Spitzkern, alles dabei. Wirklich super Objekt. Ja. Und so wie jetzt, weil auch trocken sein. Die Frage ist, ob wir es zweit mit einem Anlauf schaffen. Why won't you tell me something new? You waited for someone to save you. Und das ist jetzt eben der Fleck Speichersee. Ein Beschneiungsteich, aber trotzdem ganz geil. Mega. Zum Abkühlen jetzt. Fischen verboten. Du die Angel mit? Nein, ist doch verboten. Achso, scheiße. Schneid das raus. Hm. So, nach der Gondelauffahrt gibt es jetzt die verdiente Abkühlung im See. Juhu! Ah, voll krank. Traum! Ja, super! Also das ist gerade echt super, super angenehm. Ich mache jetzt hier mal aus, damit wir noch ein bisschen Akku sparen und schwimme auch noch mal raus. Jetzt sind wir abgefrischt. Jetzt ist der Hunger auch wieder da. Bei mir ist das halt in der Früh wieder. Ah ja. Was geht's? Bei mir? Mhm. Salami, ich muss schauen, was ich alles drin habe. Ich glaube Salami habe ich drin. Schoner habe ich einmal. Also Käse habe ich mit. Finchgall. Was da alles reinpasst. Geil, oder? Salami. Na dann, einen guten. Dem Badespaß geht jetzt wieder die paar Meter rauf und rüber für uns. Und jetzt wartet der Fleckalm Trail. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin hier schon ein paar Jahre nicht mehr gefahren, der manchmal, der ist noch besser geworden. Both into a wall, but the only earth.
Mal in Brixen in der Loipenstube. Ja. Martins Geheimtipp für gute Kuchen. Und nachher gibt es aber nochmal einen Trail. Mhm. Und zwar geht es dann rauf zum Filz am See, vielleicht nochmal eine Runde schwimmen. Also heiß wie es ist auf jeden Fall. Und dann eben nochmal einen Trail und ab nach Hause. Gute Sache. Meine Iron-Rippe hat jetzt die GoPro-Halterung leider gecrashed. Das war sogar die Originale. Tot! Aber jetzt gibt es keinen Film mehr von der Abfahrt, außer von vorne. Grüß Doch, Gott. Auf dem Helm! Ich kann euch sogar noch mitnehmen. Grüß Gott benannt, grüß Gott in Österreich. Das liebt der Martin sehr. Ja! Ja, mega! Geil! Wie schon erwähnt, jetzt kommt der nächste See dran. Das ist jetzt der Filzalmsee in Brixen. Aber der See, da winkt jemand mit dem Fuß. Der sieht ein bisschen mitgenommener aus, wie oben der Flexi. Ansonsten mag ich den aber auch sehr. Schauen wir mal, dass wir da reinspringen. Rein. So gut. Ihr habt es gesehen, gerade eben sind wir noch in den See gesprungen. Wir haben nichts mehr gemacht zwischendrin. Aber jetzt stürmt es schon voll und da zieht eine kleine, große, wir wissen es nicht genau, Gewitterfront über die Salbe. Jetzt heißt es beeil. Ab durch.